Hallo und herzlich willkommen hier bei mir AppleCat, Leute. Heute sprechen wir über Cam Rotate. Das ist ein kostenloser Cydia-Tweak aus der BigBoss Repo. Der funktioniert mit iOS 5 und iOS 6, aber nicht mit dem iPad, sondern nur mit dem iPhone und dem iPod Touch. Und Cam Rotate ist nun eine Erweiterung für die Kamera-App. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich. Wir gehen zuerst mal in die Einstellungen. Denn dort können wir ein paar Einstellungen bei diesem Tweak vornehmen. Und wir müssen ihn auch mal zuerst aktivieren, bevor ich euch da was zeigen kann. Hier haben wir schon den Tweak, Cam Rotate. Und wenn ich den jetzt hier aktiviere, dann seht ihr, dass wir hier ein paar Einstellmöglichkeiten haben. Aber bevor ich damit beginne, gehe ich jetzt mal in die Standard-Kamera-App rein, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze im Standardmodus aussieht. Denn da werden gleich die Veränderungen stattfinden. So, ihr seht jetzt hier die ganzen normalen Standardeinstellungen und ich werde jetzt mal in den Landscape-Modus wechseln und dann seht ihr auch, wie hier oben diese Optionen und so, wie das Ganze ausblendet und dann wieder einblendet. Und das können wir jetzt schon mal etwas verändern und zwar mit unserem Tweak. Dazu gehe ich jetzt nochmal zurück in die Einstellungen, dann aktivieren wir den Tweak und dann schalten wir erstmal ein Lock Rotation und dann können wir hier schon festlegen, das ist also eine Ausrichtungssperre, welche Ausrichtung hier gewählt wird. Ich lasse das jetzt mal hier auf Portrait. Ihr seht, wir haben hier Portrait Upside Down, Landscape Left und Right. Und dann gehe ich jetzt nochmal zurück in die Kamera. Und ich habe das jetzt ganz normal hochkant. Und jetzt gehe ich mal in den Breitbildmodus. Und ihr seht, das Ganze bleibt wie es ist. Das ist also in dem Hochkantmodus so festgelegt. Ihr seht zwar, dass diese Optionen zum Beispiel, wenn ich das Ganze drehe, die wollen sich mitdrehen, die blinken dann kurz, aber sie tun es nicht. Und dann zeige ich euch mal noch eine etwas ungewöhnliche Einstellung, wenn wir hier mal auswählen Portrait Upside Down und wir gehen wieder zurück in die Kamera. Und dann seht ihr schon, steht jetzt hier alles auf dem Kopf. Das heißt, damit das richtig rum ist, müsste ich das iDevice einmal auf den Kopf drehen und dann passen auch die Symbole und die Schriften wieder. So, das ist die eine Funktion von Cam Rotate. Dann gehen wir mal hier wieder raus, machen die Ausrichtungssperre aus. Dann haben wir hier noch ganz interessant den Rotation Style. Und zwar steht das jetzt hier auf Default und man kann das auch iPad-like einstellen, was ich persönlich sehr schön finde. Und dann seht ihr gleich, wenn ich hier von dem Porträtmodus in den Landscape-Modus gehe, wie die Bedienelemente, besonders hier oben das Optionen und das Kamera-Switch-Symbol, wie die einfach rotiert werden. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. In dem Standardmodus wird das ja ausgeblendet und dann wieder neu eingeblendet und so wird das Ganze einfach direkt mitgedreht. Und das gefällt mir persönlich von der Animation her sehr viel besser. So, als nächste Funktion haben wir dann noch einmal hier Sync Orientation. Da wird dann die Ausrichtung an eurem iDevice ausgerichtet. Also das ist jetzt eine Funktion, auf die werde ich nicht weiter eingehen, aber ich denke, ihr habt so schon gesehen, was man damit alles machen kann und das ist eine ganz nette Erweiterung für eure Kamera-Applikation. Und das wäre es gewesen für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonniert den Kanal, wenn ihr mögt, verpasst keines der weiteren Videos und bis zum nächsten Mal dann, euer Mi AppleCat. Macht's gut, tschüss. Mi AppleCat, nur hier auf YouTube und bei Facebook. Vergesst nicht zu abonnieren. Rau!